Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt alle gut geschlafen, also gestern Nacht, und ihr hattet einen wunderschönen Montag. Ich bin heute hier wegen einem ganz bestimmten Thema. Und zwar geht es heute wieder um Limited Editions. Aber diesmal anders. Wir sind ja nachhaltig und wir sind ein bisschen bewusster mit Make-up geworden hier auf meinem Kanal. Und ich möchte so ein bisschen ein kleines Revival von Limited Editions mit euch haben. Ich habe vor mir einige Produkte aus verschiedenen Limited Editions aus dem Jahre 2019 vorrangig. Ein, zwei Teile, ich weiß aber noch nicht, ob ich sie benutze, sind aus 2018. Und wir machen ein Fast Full Face Only Using Limited Editions aus der Drogerie. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich richtig drauf und ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht und ein bisschen Lust mitgebracht. Und ich würde vorschlagen, wir verlieren auch gar nicht viel Zeit. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann seid ihr herzlich willkommen, meinen Kanal zu abonnieren. Ich würde mich freuen. Ich habe gesehen, dass einige von euch noch nicht meinen Kanal abonniert haben. Das ist für mich natürlich schade. Ich würde mich freuen, wenn ihr es tun würdet. Und falls euch das Video gefällt, freue ich mich selbstverständlich auch über einen Daumen nach oben. Vorweg, ich habe ein kleines Problem. Und zwar habe ich ja neulich ein Video gemacht, wo ich meine Primer aussortiere, und da habe ich gefühlt alle Primer aus allen Limited Editions weggemacht, weil ich mit denen nie so wirklich klar kam. Ich habe jetzt auch wirklich Produkte rausgesucht, wo ich weiß, dass sie funktionieren. Primer, Foundation, Concealer gibt es selten in Limited Editions. Also Primer eventuell, Foundations und Concealer gibt es meistens eher nicht. Ab und zu sind es so Doppelpacks, wo dann die Foundation mit dem passenden Concealer mit dabei ist, aber ist das wirklich eine Limited Edition? Ist es das oder ist es das nicht? Ich bin mir unsicher. Ich habe mich also dagegen entschieden, beziehungsweise ich habe mir gar keine andere Wahl. Ich habe einfach keine Foundations aus Limited Editions. Deswegen würde ich jetzt einmal meine Base soweit fertig machen und dann kommen wir wirklich zu den spannenden Produkten. Ich freue mich riesig auf diese Produkte, weil ich sie so lange nicht mehr benutzt habe. Als Foundation nehme ich heute die Dream Satin Liquid Foundation von Maybelline. Das war eine Foundation, die die Vielzahl von euch als passend empfunden hat im letzten Video, und dem kann ich zustimmen. Also sie passt halt einfach wirklich gut. Primer benutze ich heute nicht. Irgendwie fühle ich Primer nicht so. Habt ihr das auch manchmal, dass ihr Primer nicht so fühlt? Benutzt ihr manchmal keinen Primer oder seid ihr wirklich Make-up-Mäuse, die jeden Tag Primer benutzen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und ich möchte den Elefanten im Raum adressieren. Meine Augenbrauen. Einige hatten es nicht mitbekommen. Falls ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, solltet ihr das tun. Denn da kriegt ihr sowas eigentlich immer brandaktuell, teilweise sogar live mit. Ich habe mir die Augenbrauen abrasiert. Also den hinteren Teil. Einfach weil es mich gestört hat, dass meine Augenbrauen eine vorgegebene Form haben. Und das wollte ich so ein bisschen vermeiden und habe einfach meine Augenbrauen kurzerhand hier hinten so ein Stückchen ungefähr abrasiert, um die Spitze meiner Augenbraue so zu machen, wie ich es gerne hätte und nicht, wie der liebe Gott gesagt hat, dass ich meine Augenbrauen machen soll. Deswegen habe ich das Ganze einfach kurzerhand abrasiert und ich liebe es. Das war die beste Entscheidung, die ich 2019 getroffen habe. Gut, wir haben den 5. Januar, 6. Januar ungefähr. Aber es war schon eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ich sage jetzt nicht, Freunde, rasiert euch alle die Augenbrauen ab, wie bekloppt. Aber so ein Stückchen hinten hat mir tatsächlich sehr geholfen, mein Gesicht komplett anders zu strukturieren. Und eventuell kann ich euch da auch nochmal in einem Video genauer drüber updaten, wenn ihr das wollt. Also auch da könnt ihr mir selbstverständlich gerne alles in die Kommentare schreiben. Aber ich habe das Gefühl, ich sage generell bei jedem, ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben. Könnt ihr natürlich auf jeden Fall. Die Foundation ist einmal eingearbeitet und Color Match. Schreibt es mir bitte, aber ich weiß es, das ist eine 10 von 10. Sie sieht wirklich, wirklich gut aus. Ich liebe diese Foundation über alles. Sie sitzt den ganzen Tag schön. Sie sieht so ungesettet selbst perfekt aus. Ich würde so rausgehen, wenn ich jetzt noch Concealer drauf machen würde. Bombe. Als Concealer, keine Frage, Tarte Shape Tape. Ganz schnell einfach mal hier so ein bisschen hingekleistert. Zum Setten bzw. Baken nehme ich von Catrice dieses Extreme Blur Powder. Das ist mega. Es ist ein bisschen dunkel, finde ich, aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Ich meine, dass das in der Limited Edition war. Ich glaube, ihr könnt nicht erkennen, wie... doch, ihr habt es gerade genau gesehen. Es ist sehr, 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 sehr fein. Und man braucht nur ganz, ganz wenig, um
alles so ein bisschen zu setten. Es blurrt alles weg. Es verfärbt ganz leicht den Concealer, aber es ist eigentlich schön. Ich hatte neulich ein Video drüber gedreht und gesagt, ich finde das ganz, ganz furchtbar. Ich habe dem dann nochmal eine Chance gegeben und das ist wirklich, wirklich fantastisch, wie sehr dieses Puder einfach weich zeichnet. Ich weiß nicht, was sie da reingemacht haben. Mega, mega weich. Ich möchte den Rest meines Gesichts aber mit einer anderen LE setten und da habe ich hier von Essence die Ready Steady Summer LE. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Limited Editions ihr zu Hause habt und welches eurer Produkte davon Favoriten sind. Und das ist eigentlich ein transparentes Puder, das hat so ein bisschen Lichtschutzfaktor, das ist Active Proof. Weiß ich nicht. Ich gehe jetzt nicht durch den Wald rennen und mache Sport und teste, ob das funktioniert. Aber ich habe das im Sommer sehr, sehr gerne benutzt. Das war in irgendeiner Sommer-LE. Ihr könnt sehen, es mattiert sehr, sehr gut und es ist wasserfest, glaube ich. Also Active Proof. Und hält tatsächlich einfach wirklich schön matt. Und auch für zwischendurch ist es ein schönes Puder gewesen. Es ist natürlich immer so, dass ich mir denke, okay, ich kann euch ja nicht eigentlich hier irgendwelche Puder zeigen, die es nicht mehr gibt, weil es ist schade. Aber meistens kommen Limited Editions immer mal wieder so oder anders verpackt. Ihr werdet es vielleicht beim Bronzer beispielsweise sehen. Und das war die perfekte Überleitung für den Bronzer. Und da habe ich mich jetzt für einen der vielen, die ich davon habe, entschieden. Das von Rivalde Loop Young, die Pop Artist LE. Die gab es auch in der Travelholic LE, den gab es auch in der dies und das und jenes, Pipapo LE. Diesen Bronzer gibt es immer wieder. Es ist immer derselbe Bronzer, er riecht immer ein bisschen anders, aber er hat immer eine andere Verpackung. Und das ist einer der besten Bronzer, die es in der Drogerie, finde ich, gibt. Vom Packaging ähnlich wie der Hoolan Bronzer, die Farbe ist aber wirklich wunderschön. Er riecht gut, er ist toll, er lässt sich schön auftragen. Und ich liebe diesen Bronzer einfach so, so sehr. Habe ich nur den benutzt und ich war so traurig, als der aus dem Sortiment gegangen ist, also als die Limited Edition weg ist und damals wusste ich nicht, dass er wiederkommt. Mittlerweile denke ich mir so, okay, ich habe erstmal genug zu Hause und irgendwann im Laufe des Jahres wird er auf jeden Fall wiederkommen. Ihr könnt auch sehen, er ist sehr, sehr stark pigmentiert. Also ihr könnt damit wirklich gut bronzen. Das hält ewig. Die Dinger kosten vielleicht 1,50, 2,50. Also nicht teuer für einen Bronzer von so einer Qualität. Ich habe euch mal ein Stückchen näher rangeholt, dass ihr einfach schon mal so ein bisschen die Base erkennen könnt. Beim Blush wird es jetzt ein bisschen spannender. Da habe ich verschiedene. Und zwar, glaube ich, möchte ich mit dem einen auf jeden Fall anfangen, was der Auslöser dieses Videos war. Ich habe so ein bisschen mein Make-up durchgeguckt und habe ein paar Produkte gesehen, die ich schon eine Weile nicht mehr benutzt habe. Und da kam hier von Rivalde Loop die Palm Beach LE raus. Das ist ein Rouge und es ist noch ein Pressing drin. Es ist perfekt. Es hat einen Schimmer mit drin, recht stark sogar. Aber ich liebe dieses Blush und ich weiß nicht, warum ich ihn nicht mehr benutzt habe. Ich gebe mir den eher schon mal so ein bisschen hier grobflächig hin. Einfach auch schon mal so ein bisschen als Highlighter. Und ihr könnt sehen, dass dieses Rot oder das Rouge ganz fein ist und der Schimmer auch. Also je nachdem, wie ich mich drehe, kommt der dann durch. Der Schimmer ist ein bisschen dunkel, er sollte also nicht für jede Hautfarbe funktionieren, aber so als Blush Base finde ich den ganz, ganz toll. Ich wäre aber nicht ich, wenn ich nicht ich wäre und ich nicht noch einen Blush benutzen würde. Da habe ich hier auch eine meiner absoluten Favorite Blush Paletten. Eine große Inspiration war diese Palette, die Fall Back to Nature Palette. Ich habe die als Lidschattenpalette benutzt. Ich habe die als Blush Palette genutzt. Wir haben Matt, wir haben Schimmer, wir haben alles Mögliche drin. Wir haben gelbe Blushes. Und ich gehe so ein bisschen in die Farbe Pretty for Me und mische die ganz leicht mit der Farbe Mrs. Maple und Lil Pumpkin, diesem Gelb. Und gebe mir das hier hin. Das war meine liebste Blush Palette im Alltag für den Herbst dieses Jahr, also letzten Jahres. Und ihr könnt sehen, es ist ein toller, toller Blush. Ich übertreibe es natürlich wieder maßlos, aber ihr wisst es mittlerweile. Blush ist für mich einfach eine Möglichkeit, dem Gesicht ein ganz anderes Design zu geben und das Make-up komplett anders zu machen. Sieht jetzt hier auch verrückt aus, weil ich sehr weit mit dem Blush hier in meine Augenbraue gegangen bin. Am Ende, wenn die Augenbrauen aber drauf sind, Punchline intended, sieht das Ganze aber so weich und so natürlich aus. Und ich möchte auch gleich meine Augenbrauen machen. Da habe ich auch zwei Produkte. Einmal hier auch von Rivalde Loop, diesen Brow Liner. Das ist so ein Ding, das kann man so rausdrehen. Das war ein Dupe zu dem Ding von Benefit. Ich komme nicht so damit klar, glaube ich, weil es nicht ganz so präzise ist. Aber um die Spitze zu malen, ist es
völlig ausreichend. Gibt verschiedene Farben, wir haben von hell bis dunkel alles irgendwie mit drin. Und man kann damit auch schöne Ombre-Brows machen. Also hell vorne, hinten dunkel, geht damit sehr, sehr gut. Eigentlich wollte ich noch mit dieser Palette hier, die ist aus der Catrice Genderless LE. Das ist auch so eine Augenbrauenpalette, auch mit zwei verschiedenen Farben und dann noch ein Highlighter-Ton hier. Noch ein bisschen durchgehen brauche ich jetzt, glaube ich, aber nicht. Das Einzige, was ich wie immer mache, sind meine kleinen Härchen mit einzuziehen. Dazu benutze ich von Catrice den Brow Definer, gibt es leider nicht mehr. Ich suche eine bessere Alternative. Ich habe den von Lime Crime, den mag ich nicht dafür. Aber das macht das Ganze so ein bisschen natürlich. Ich möchte euch mit dem Video auch so ein bisschen anregen, geht wieder durch euer Make-up, shoppt euer Stash, heißt das ja in dem Make-up-Jargon, und sucht euch einfach schönes Make-up aus, was ihr Ewigkeiten nicht mehr benutzt habt. Und jetzt könnt ihr auch, glaube ich, erahnen, warum ich die Augenbraue abrasiert habe hinten. Ich kann es einfach hier ein bisschen gerader machen, das gibt meinem Gesicht ein bisschen mehr Straffheit und sieht im geschminkten Zustand einfach viel, viel schöner aus. Ich wollte auch hier noch von Trend It Up diesen Sunburst Bronzer nehmen, also so ein Baking Shimmer Powder. Schwierig, ich gehe ganz leicht rein, klopfe es ab und gebe mir das hier noch so ein bisschen einfach rüber. Also es schimmert extrem stark. Ja, es ist wie so ein Shimmer Bronzer, den ich aber eigentlich auf dem Körper ein bisschen schöner finde. Kommen wir zum Highlighter und da möchte ich eine Palette benutzen, die... Das war meine Favorite Palette 2018, 19, ich weiß es nicht. Das war die Big in Japan Palette. Die sieht völlig durchgerockt aus. Aber wir haben schöne Farben mit drin und ich gehe am liebsten in diese Farbe hier und die. Das war auch eine meiner absoluten Favorite Paletten. Ich glaube, die ist schon over. Nee, es geht noch. Ja, also die hat natürlich auch schon bessere Tage hinter sich. Ich habe sie aber aufgehoben für genau so ein Video. Ich meine, ich habe meine eigene Highlighter Palette. Falls ihr sie noch nicht habt, ich setze euch einmal unten in die Infobox. Ist schon richtig, richtig cool. Und ich wollte euch noch einen kleinen Tipp geben. Und zwar werde ich immer wieder gefragt, wo ich die Limited Editions herkriege. Ihr kriegt bei Cosmetic for Less ganz, ganz, also eigentlich alle Limited Editions immer von denen. Aber ihr kriegt sie auch länger als in der Drogerie. Ich setze euch auch zu Cosmetic for Less unten einen Link in die Infobox. Da könnt ihr mal schauen, da gibt es immer, immer Limited Editions, die es so in der Drogerie nicht mehr gibt. So, kommen wir aber zu den Augenfreunde. Und da möchte ich von Rival de Loupe diese Pop Arts Palette benutzen. Ich habe die euch nie gezeigt. Ich habe es nie geschafft, daraus ein Video zu machen irgendwie. Fragt mich bitte nicht, warum. Und ich würde vorschlagen, ich schmink daraus mal schnell einen Look. Das ist eine super gute Palette gewesen. Normalerweise bin ich ja kein Fan von Rival de Loupe Young Lidschatten. Aber ihr könnt gleich sehen, wie krass pigmentiert diese Palette ist. Und das ist für Rival de Loupe wirklich so ein krasser Schritt gewesen. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, ob sie den Produzenten gewechselt haben. Aber das kennen wir von Rival de Loupe Young oder generell von Rival de Loupe nicht. Die Palette hat ordentlich Kickback, aber ich denke mir, okay, die Palette hat 1,50, 2,50 gekostet. Da ist mir das wortwörtlich egal. Wie die staubt. Ich benutze die vielleicht 2 Jahre lang und dann kommt die eh weg. Und sie hat ja Farbabgabe. Also es ist ja nicht so, dass ich hier probiere, irgendwie Pigment aufs Auge zu kriegen, sondern ich habe es ja auf dem Auge. Ich mache den Pinsel so ganz leicht sauber und gehe dann in das Gelb hier rein. Das ist nicht ganz so leuchtend, aber zum Ausblenden von diesem Orange reicht es völlig aus. Dann gehe ich mit demselben Pinsel nochmal in dieses Rot, in die Farbe Modern. Sieht man auch nicht ganz so viel, glaube ich, jetzt im Vergleich mit dem Orange, aber zum Vertiefen reicht es auf jeden Fall. Dann verdunkle ich das Ganze mit dem Braun hier, das ist die Farbe Design. Gebe mir das hier außen noch so ein bisschen hin, um ein bisschen Tiefe zu erzeugen. Und da das eine fast ausschließlich matte Palette ist, hier sind nur 2 Schimmerfarben unten, die finde ich gar nicht dazu passen, gehe ich jetzt in eine Palette, die es nicht in der Drogerie gab, aber das ist diese Moschino-Palette in Zusammenarbeit mit, ich glaube, Tony Moly war das. Und das ist so eine krasse Schimmerpalette. Ich nehme das Rot erstmal so als Base, gebe ich mir das komplett aufs Lid. Und das ist ein richtig intensives Rot. Also es hat mehr Rot als Schimmer. Aber ich toppe das Ganze dann mit dieser Farbe hier und gebe dem Ganzen richtig Bewegung. Ganz einfach, soft, subtil, das Make-up, schnell ging es. Es ist wie ein Sonnenuntergang auf meinem Auge. Living.
Und zu guter Letzt kommt auch noch was auf die Lippen. Ich fange als erstes mit einem Lip Liner aus der Rival de Loop Matte Couture Reihe an. Einfach um so ein bisschen Form aufzugeben. Hauptsache ich mal einfach 10 Kilometer rüber. Gehe dann mit einem Lippenstift von Essence aus der This Is Me LE rüber. In der Farbe 12. Toller Lippenstift. Mach einmal kurz Mascara rauf und bin gleich wieder zurück. Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look, nur mit Limited Editions, fast nur mit Limited Editions. Ich muss sagen, ich liebe die Base, ich liebe das Augen-Make-up, das ging schnell, das ging schlicht, das ist boom. Ich liebe die Lippen, es ist ein bisschen viel Lippe geworden auf einmal, weil der Stift war nicht angespitzt und ich habe auf einmal so getan, als wäre ich Kylie Jenner. Aber Freunde, ich hoffe, ihr seid zufrieden mit dem Look. Ich bin es auf jeden Fall sehr und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wie steht ihr zu Limited Editions? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich bin gespannt. Mir zeigt es einfach, dass Limited Editions entweder Hit oder Miss sind. Ich habe natürlich jetzt nur die Hit-Produkte aus Limited Editions hier für euch rausgesucht, aber ich muss sagen, es ist richtig, richtig schön geworden und ich hoffe, ihr benutzt eure Limited Editions auch ein bisschen öfter wieder. Ich wünsche euch einen zauberhaften Start in die Woche. Genießt morgen euren Dienstag. Passt auf euch auf und wir sehen uns beim nächsten Mal.